Willkommen zur mittlerweile 10. Folge meines Forge of Empires G4G Tutorials. Heute soll es um das Thema Effizienz beim Angriff im G4G gehen. In der letzten Folge ging es ja um den Angriff und darauf beziehe ich mich jetzt auch. Zuallererst vielleicht noch ein allgemeiner Tipp: Wenn ihr Kampfkraft Probleme habt und eure Kampfkraft noch ein bisschen aufbessern wollt, lohnt es sich, auf diesen Part hier zu achten. Relevant sind die angreifenden Armeen, was ihr hier für Kampfkraft zu bieten habt. Wenn ihr hier in solche Höhen kommt wie ich, dann sollte das eigentlich kein großes Problem mehr sein, im GVG aktiv zu sein, denn im GVG sind die Boni der Gegner ja gedeckelt. Das heißt, eure Kampfkraftsteigerung bringt irgendwann keinen Mehrwert mehr im Vergleich zur Verteidigungskraft der gegnerischen Verteidigung. Also, wenn ihr eure Kampfkraft noch steigern wollt, dann gibt es natürlich einige Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt hier kurzfristig beispielsweise einen eurer Eingriffstränke nutzen, um dann für die nächsten Stunden einen Angriffsboost zu bekommen und ebenso auch die Freundestaverne nutzen, um hier eine Angriffssteigerung zu bekommen. Da geht es ja auch nochmal bis zu 30%, dann noch ein 20% Trank und dann habt ihr halt 50% mehr Angriffskraft für eure angreifenden Armeen. Und das kann euch da durchaus helfen, wenn ihr noch sehr niedrige Angriffswerte habt. Inzwischen gibt es ja in den Gildengefechten extrem viele Angriffstränke auch zu gewinnen. Deswegen habe ich hier auch wahnsinnig viele davon. Da lohnt es sich auch einfach mal welche einzusetzen. Nicht nur für die Gildengefechte, sondern auch fürs GVG. Bei der Freundestaverne müsst ihr auch ein bisschen aufpassen. Wenn ihr jetzt beispielsweise den 24-Stunden-Boost anwerft, es kann natürlich durchaus passieren, dass ihr als Eventaufgabe oder Tagesaufgabe Boosts nutzen müsst und dann blockiert ihr das euch für die nächsten 24 Stunden. Es sei denn, ihr wollt die 50 Diamanten einsetzen, um zwei Boosts zu nutzen. Da müsst ihr durchaus immer mal bedenken, dass es damit ein Problem geben kann. Wenn ihr aber vorhabt, am Abend GVG zu machen, könntet ihr auch direkt am Morgen, wenn euch klar ist, die Tagesaufgabe erfordert keinen Boost, zum Beispiel diesen Boost schon zünden und dann hättet ihr den auch den ganzen Tag über und könntet ihn auch in anderen Angriffsszenarien nutzen, auf der Karte und in den Gildengefechten und so weiter. So, nun zum eigentlichen Inhalt. Dazu habe ich ein Video vorbereitet, das ich euch jetzt zeigen werde. Also wir haben hier die Karte in der Jahrhundertwende und ich ziehe mir den Sektor jetzt so ran, dass ich die Knöpfe alle übereinander liegend habe, so dass ich hier kämpfen kann, ohne absetzen zu müssen. So, die Truppe habe ich mir schon eingestellt und jetzt kann es losgehen. Sind auch nur na, schlechte Truppen drin, von daher muss ich nicht mal was tauschen. Man kann halt einfach so durchziehen und sehr schnell den Sektor holen. Wir werden jetzt auch noch zwei weitere Sektoren holen. Ich verlege mal das Hauptquartier. Und schon ist da die nächste BA. Da muss ich mir das wieder neu einstellen. Oh, alles schön übereinander legen. Ja, noch ein bisschen runter. Genau, jetzt kann es losgehen. Aber vielleicht sollte ich jetzt auch mal meine Truppen tauschen. Die sind ja jetzt ein bisschen angeschlagen. Jetzt kann ich wirklich wieder durchziehen. Und so fliegen halt die Schilde da wie verrückt. Und man kann
innerhalb von einer kurzen Zeit sehr viele Kämpfe machen. Es ist nur die UI, die jetzt mal ein bisschen spinnt und dann drückt man hier auf den OK-Button und da passiert nichts, aber da muss man dann vielleicht noch mal kurz eine halbe Sekunde warten und dann funktioniert der OK-Button wieder. Aber da es ja meistens funktioniert, kann man halt so extrem viele Kämpfe auf einmal machen. Und so schaffen es halt gewisse kleine Teams auch in kürzester Zeit schleunig Sektoren einzunehmen. So, da die BI jetzt beim nächsten Sektor auch gleich kommen wird, stelle ich mir das schon wieder ein. Knöpfe übereinander legen. Sektoransicht, Autokampf und klicken auf den Sektor. Genau, so, perfekt. Armee wechseln, BA ist drin und los geht's. Ja, und wenn in einem großen GVG-Team oder auch in einem kleinen GVG-Team alle diese Methode kennen, dann kann es natürlich extrem schnell gehen, wie man Sektoren einnimmt und man kann wirklich Leute, Gegner, Gilden überrumpeln und mal schnell, ja, Sektoren klauen. Wie ihr im Video gesehen habt, gibt es also eine Möglichkeit, sehr schnell zu kämpfen. Und ich möchte euch im Detail noch etwas zeigen, wie man da genau vorgehen muss, um sich die Sektoren so heranzuziehen, dass die Knöpfe übereinander liegen. Ich nutze dazu wieder ein Zeitalter, in dem wir nicht groß vertreten sind und schau mal nach einem Beispielsektor. Ich nehme mal den hier unten. Der ist relativ einfach anzuvisieren, weil der in der Mitte ist. Und ihr seht, hier ist durch Verschiebung der unterliegenden Karte durchaus möglich, die Knöpfe so einzustellen, dass sie übereinander liegen. Noch ein bisschen. So, und jetzt liegt der Autokampfknopf darüber. Wenn ihr den so einstellt, dass ihr den Autokampfknopf auch eher am rechten Rand drücken würdet, dann könnt ihr euch sicher sein, dass auch der OK-Button darunter liegt. Das ist jetzt hier der einfache Fall, wo ihr das in der Mitte der Karte macht. Ihr seht aber auch, es gibt hier auch schwierige Szenarien, wo ihr beispielsweise hier am Rand versuchen wollt anzugreifen. Und da habe ich ja auch im Video schon gezeigt, dass ich den Zoom einsetze. In diesem Fall im Chrome-Browser nutze ich dafür die SRG-Taste und mein Scrollrad und zoome einfach noch ein Stück ran, so dass ich den Sektor mir mehr nach links verschieben kann. Beziehungsweise die ganze Karte mir eher nach links verschieben kann und so den Sektor wieder so einstellen kann, dass die Knöpfe übereinander liegen. So habe ich das erreicht. Und jetzt gibt es natürlich noch Sektoren, die hier noch weiter außen liegen. Da sieht es dann noch schwieriger aus, aber vielleicht können wir auch da noch was machen. Dazu müssen wir mal das Vollbild der Karte beenden und das Ganze ein bisschen verkleinern. Und dann schiebe ich mal den ganzen Inhalt der Karte nach rechts durch. So, und auch hier ist es noch möglich anzugreifen und die Sektoren übereinander zu legen und da so einen quasi Sturmangriff durchzuführen, indem man das Fenster einfach nochmal ein bisschen verkleinert und aus dem Vollbild rausgeht. Wenn ich jetzt nach hier gehe, okay, hier wird es jetzt wahrscheinlich auch mal an sein Ende kommen. Vielleicht, wenn ich noch näher ranzoome. Ne, jetzt zieht sich eher nach rechts. Wenn ich bisschen weiter rauszoome, vielleicht eher dieses Mal. Nee.
Okay, also hier kommt man tatsächlich dann nicht mehr ran, aber ihr könnt die allermeisten Sektoren euch so einstellen und bekämpfen. Das lohnt sich mitunter nicht, wenn es sowieso nur um ein paar Kämpfe geht, wie hier in diesen Fällen, wo da eh nur 10 Kämpfe zu absolvieren wären, weil da nur eine Verteidigungsarmee drin steht. Wenn ihr aber einen Sektor habt, wo ebenso viele Einheiten drin stehen und der voll verteidigt ist und wo ihr vielleicht auch noch Gegenwehr zu erwarten habt, dann lohnt sich das in jedem Fall, euch die Mühe zu geben, den vorher einzustellen. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein zum Thema Effizienz beim Angriff. Worauf ich auch irgendwann nochmal eingehen möchte, ist generell auf die Steigerung der Angriffskraft. Aber das wird ein bisschen komplizierter und werde ich dann in einem separaten Video machen. Dann danke ich euch wieder fürs Zuschauen und hoffe, das war informativ für euch. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.